So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Diablo 2. Weiter geht's. Wir sind immer noch in der vergessenen Stadt unterwegs. Beim letzten Mal haben wir im Tal der Schlangen nach der Klauenviper gesucht. Beziehungsweise haben wir nicht die Klauenviper gesucht, sondern wir haben die Klauenviper ausgeschaltet. Lutgolain und dem ganzen Umland Lutgolains das Sonnenlicht wieder beschert. Und wir haben dieses Amulett gefunden. Das Vipern-Amulett, welches wir später mit dem Königsstab verbinden werden und schließlich in das Grab Tal Rasha eindringen werden. Wir verschaffen uns ja ganz regulären Zugang, aber wir dringen trotzdem ein, um herauszufinden. Autsch! Wo Tal Rasha ihren Geldbeutel verloren hat. Nee, keine Ahnung. Also wir werden halt dann rausfinden, wo Tal Rashas Wege hingeführt haben, um uns schließlich nach Diablo, dem großen Heer der Dämonen, zu finden, zu suchen. Keine Ahnung, ich bin gerade überhaupt nicht in der Stimmung, so epische Dinger hier so loszulassen. Weiß ich auch nicht. Das Vipern-Amulett, das ihr tragt, ist in Wahrheit die Spitze eines Horadrim-Stabs. Ja, ihr besitzt eine wunderbare Gabe, seltene und kostbare Artefakte zu finden. Natürlich braucht ihr einen Horadrim-Würfel, um Schaft und Spitze zu verbinden. Nee. Ich habe mit Fürst Jerin gesprochen und spüre, dass etwas ihn mehr und mehr in Aufregung versetzt. Ihr solltet noch einmal versuchen, mit ihm zu reden. Wenn er euch immer noch nicht ins Vertrauen ziehen will, beweist ihm noch mehr, dass ihr würdig seid. Soweit ich weiß, wächst sein Respekt für euch. Der gute alte Jevrin. Na, wollen wir doch mal sehen, ob wir ihn nicht überreden können. Ja? Erstmal Guten Tag. identifizierst du unser Kram hier und dann wollen wir mal gucken. So, den hier können wir verkaufen, genau wie das Ding hier. Und ja, der ist ja auch total super schlecht. Der bringt auch nur 1900 diesmal. Oh, das ist aber nicht gut. Naja. Alle Widerstandsarten plus 7. Das ist natürlich etwas, wo ich sage, heben wir mal auf. Behalten wir mal im Hinterkopf. Die beiden Dinger können weg. Und was haben wir hier? 14 bis 34 Zweihandschaden. Ist schon mal nicht so toll, weil da müssen wir unser hübsches Schildchen hier abgeben. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf eigentlich. Aber wir haben ja noch eine zweite Hand, ne? Mit dem Kram hier. Pass mal auf. Weißt du, das ist eher aus dem ersten Akt. Say Damit kann goodbye. ich jetzt noch nichts anfangen. Ach ja, Stärke und so. Okay, dann müssen wir es kurz aufheben. Ich glaube, wir müssen ja eh hier mal, ne? So. Gucken. Ja, Stärke möchte ich jetzt aber nicht so hochklatschen, dass wir da auf 48 kommen, ne? Das wisst ihr ja, glaube ich. Gut, dann gehen wir erstmal auf Leben. Das ist erstmal wichtig. Leben ist gut. Und dann gehen wir noch auf, komm. Gehen wir hier auf Stärke. Haben wir jetzt leider nur 47. Egal. Packen wir da Dingen halt hier so lange damit rein. Es ist jetzt nicht so mega toll, dass man es unbedingt aufheben muss. Aber ich finde das Ding doch irgendwo nicht schlecht. So, Amulett kommt hier dran. Wir können das Ding hier schon mal. Und dann haben wir den Horadrim-Stab. 10 zu Leben, 10 zu Mana. Kälte, Blitz und Feuerwiderstand plus 10. Giftwiderstand plus 35 und plus 50% Schaden an Untoten. Ja, wir könnten mit dem Ding draufhauen, aber ne? 10 bis 20 Schaden ist ja jetzt nicht so weltbewegend. Als dass ich da jetzt irgendwie gegen die Monsterhorden kämpfen würde. Sprechen Sie mit Drogen an. Ach ja, genau. Herr Drogenhorn! Boah, das kann ich mit der Stimme Hallo! gar nicht. So, wir hören mal, was er zu sagen hat, der gute Kerl. Ich habe die alten Aufzeichnungen studiert, um den Standort von Tal Rashas Grab zu finden. Das Grab selbst habe ich zwar nicht gefunden, aber ich habe einen guten Hinweis für euch. Horason, der große Geisterbeschwörer der Viserys, hat hier irgendwo seine geheime Zuflucht gebaut. Er war ein mächtiger Zauberer und hielt Dämonen als Sklaven in seiner Zuflucht. Auch große Ereignisse behielt er im Auge. Beispielsweise Baals Gefangenschaft in Tal Rashas Gruft. Wenn ihr Horasons Zuflucht finden würdet, könntet ihr dort gewiss einen Hinweis auf die Lage des Grabes finden. Obwohl ich bezweifle, dass Horason noch am Leben ist, müsst ihr vorsichtig zu Werke gehen. Man kann unmöglich sagen, was euch im Inneren erwartet. Als ich mit Fürst Jerin darüber sprach, bat er, dass ich euch zu ihm schicke. Vielleicht kennt er einen geheimen Eingang oder dergleichen. Wir werden es mit gutem Jerin regeln, mein Freund. Mach dir da mal keine Sorgen, alter Drognan.
Suchen Sie im Palast nach der geheimen Zuflucht. Also, das heißt, wir haben Zugang zum Palast bekommen da hinten. Den haben wir ja am Anfang verwehrt bekommen. Aber das ist natürlich noch nicht Objekt unserer Begierde, denn ihr kennt mich ja mittlerweile. Wir waren hier unten ja noch nicht fertig. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal den gesamten Weg zurück. Hallo. Um diese Karte hier auf jeden Fall noch, ich sag mal, würdig zu beenden. Ne, weil wir kommen ja hier nicht mehr zurück. Also genießt die letzten Minuten Wüstenfeeling noch. Denn es ist vorerst das letzte Mal, dass wir uns in einer solch offenen und frei begehbaren Landschaft fortbewegen. So, wenn hier noch ein bisschen Monsterschnetzel da war, habe ich ja richtig Bock drauf, wa? Haha. Wo sind die guten Dämonen? Hallöchen. Oh. Ja, du hast wohl auch gesehen, wa? Mich leid. So, da kommt mal her hier. Dann, ja, mach du das mal genau. Ich kann das ja nicht mit den Viechern da. Na, Plünderer? Du plünderst nichts mehr. Ich glaube, hier gibt es sogar noch irgendwo. Ich glaube, das ist sogar hier. Wow, was ist hier denn los? Hier gibt es, glaube ich, sogar. Die hat da Topas. Hier gibt es auch, glaube ich, au. Irgendwo noch eine Höhle. Aber die erspare ich euch an dieser Stelle einfach mal. Ne, die muss man ja nicht unbedingt auch noch erforschen. Ich glaube, die ist sogar hier irgendwo. Aber wie gesagt, das erspare ich euch an dieser Stelle. Da ist auch nichts Wichtiges, nur eine Goldkiste am Ende. Ich glaube, Gold haben wir genug und ja, wir können uns eigentlich auch nicht beschweren, was die Gegenstände angeht. Hier haben wir schon wieder was Gelbes gefunden. Einen Vollhelm. Naja, ein Vollhorst wahrscheinlich. Ach ja, wir können mal hier den Mana-Trank trinken und einen Heiltrank mitnehmen. So. So, hier, jetzt wird das Ganze schon ein bisschen städtlicher. Ne? Das heißt ja, die vergessene Stadt, die Karte hier. Jetzt beginnt so ein bisschen hier die Stadt. Die Vorstadt sozusagen. Oder die Hauptstadt, ich weiß es gar nicht. Was das hier darstellen soll, die Hauptstadt, die Vorstadt. Auf jeden Fall ist das hier ein Schrein der Erfahrung. Und das ein toter Kadaver. Ein totes Kadaver, das ist auch eine. Ja, hier ein totes Skelett. Hm, kennt er ja, und tote Dämonen gibt's auch, ne? Naja. So. Und ihr müsst jetzt auch dran glauben. Da wir einen Erfahrungsschrein haben, ist das natürlich besonders gut, da wir jetzt doppelte Erfahrung bekommen. Wonderful. Ups. Na, nimm ihn mit. So. Du auch. Good night. Wie sieht's bei dir aus? Gehst du freiwillig? Ja, gehst freiwillig. So ist brav. So, dann geht's hier runter und wir gucken mal. Da ist wieder so ein langer Schluri. Schlurikowski. Und noch ein Skelett. Und der ist jetzt tot und das war total sinnlos. Naja. So. Und hier was Interessantes drin. Plattenstiefel. Okay, Plattenstiefel sind interessant. Kleinen Moment. Ja, ja, ja. Also ihr merkt, wir kommen schon mehr in die Richtung gut ausgebaute Milizausrüstungsgegenstände. Puh. Schwieriger Satzzusammenbau, aber leider richtig. So, Gold, 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 Gold. Wunderbar. Was gibt's hier? Eine Truhe, eine Wächterleiche, ein Krug. Und wieder ein bisschen Gold. Naja. Ist ja besser als nichts. Ohne Truhe. Und ohne was drin. Oh mein Gott. Viele Monster und das ist meistens nichts Gutes für uns. Aber wir haben ja Brater. Der macht das. Das ist genau sein Metier hier. Sein Metier. Au. Sag mal, macht das viel als Blatt hier? Kann's ja nicht sein. Ein Krug. Oh, ein Kristallschwert. Das sieht natürlich lustig aus. Aber es kann nichts. Deshalb tun wir es weg. So. Weiter geht's ins Hauseschritt. Lalalala. Wo kommt man hier hin? Ja, ziehen wir ein paar Monster hier auf uns, ne? So den Fokus ein bisschen legen und dann. Badabim, badabum. Oh, ich habe einen fehlerhaften Amethysten fallen hören. Da wäre mir doch fast gerade hier wieder der Hustenanfall eingesetzt. Ich bin ja immer noch ein bisschen erkältet.
Aber ich musste heute unbedingt Diablo aufnehmen. Das musste einfach sein. Das habe ich ja vorhin schon mal erklärt. Oder das heißt vorhin, das ist ja für euch, ist das ja jetzt schon wieder 4 Tage her. Oder 3. Hatte ich in der Folge erklärt gehabt, dass ja Diablo 3 im zweiten Quartal kommt und ich bis dahin Diablo 2 durchgerockt haben will mit euch. Inklusive Addon, versteht sich, ne? Wenn ich das jetzt so mit euch hier hinbekomme, was heißt mit euch? Warum sage ich immer mit euch? Das ist ja mein Kack, den ich da fabriziere, den ich nicht aufnehme. Wenn wir das jetzt so hinbekommen, dass wir das hier wirklich täglich durchziehen, dann schaffen wir das auf jeden Fall locker. Locker pampocker, bis Diablo 3 rauskommt. Ist ja noch nicht mal gesagt, dass es jetzt im zweiten Quartal rauskommt, ne? Wenn den Entwicklern von Blizzard wieder ein Furz im Arsch quer steckt, dann wird das ja sowieso nichts. Ich kann nicht noch. Ja, ja, du sollst ja nichts tragen, du sollst hier den Kriecher. Genau. Die Höhle habe ich hier gar nicht gefunden diesmal. Ach, hier ist sie. Ne, zu den alten Tunneln, das ist hier wieder so eine komische Kanalisation. Lassen wir diesmal einfach. Machen wir jetzt diesmal nicht, ausnahmsweise. Gnädig der Herr, gnädig. Viel lieber machen wir Krühe auf und finden Sensen, die uns nichts bringen. Ey, das ist mir total Sense. So, zurück zum zum Wegpunkt. Und dann zurück in die Stadt, wo wir dann hier mal gucken können, wegen Punkte verteilen und so. Und halt auch mal wegen dann Ausrüstung ablegen. Huch, hier verkaufen und so. Ja, Günther ist wieder außer Puste. Wenn der immer 3 Meter am Stück rennen muss, ohne davor irgendwie ein Monster zu schnetzeln, dann kann er nicht mehr. Der ist dann nervlich wie physisch am Ende. So. Ludgolane. Hallo, Dicky. Ausgezeichnet. Ihr habt einen Horadrim-Stab. Nehmt ihn mit in Tal Raschas Gruft. Findet in der Gruft die Kammer, deren Boden mit dem Kreis der 7 Symbole geschmückt ist. Steckt den Stab in die Öffnung, die ihr dort findet. Das wird den geheimen Durchgang zu Tal Raschas Grabkammer öffnen. Aber bereitet euch auf einen Kampf vor. Wahrscheinlich müsst ihr Tal Rascha besiegen, um Baal zu vernichten. Tja. Kommen wir vielleicht schon früher in den Genuss, um gegen Baal zu kämpfen? Wer weiß das schon? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wer weiß das schon? So, was haben wir hier? Assassinenkram brauchen wir nicht. Ein Helm, der sogar ganz gut aussieht. Passe mal auf. Haben wir mit ihm hier 30, 20 ist das schon mal besser, ne? Also 20, 30 ist besser als 20, so rum. 3 zu Mana, 3 zu Energie, Feuerwiderstand, ja, sieht ganz gut aus, ja. Gebombt, wir tauschen. Okay, hat sich ja schon mal gelohnt. Ne? So, die Rüstung ist leider ganz toll von der Verteidigung her, aber leider nicht weiter brauchbar, genau wie diese Stiefel und dieser Helm, der weg kann und 22 extra Gold pro Monster. Nein, danke, wir haben schon genug Geld. So, Frau Schmiedin hier, was hast du denn? Nichts irgendwie, was unserem Paladin da weiterhilft, ne? Ich weiß auch nicht, gibt's hier vielleicht noch irgendeinen Händler? Aber erstmal hier den schönen Amethysten hier. Schön verwursteln. Papam! Und der nächste viereckige Edelstein in unseren Händen. Das häuft sich langsam. Gefällt mir. Gefällt mir. So, Kohle haben wir auch genug. 224.000. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. So, gibt's hier noch irgendeinen anderen Händler, der Waffen verkauft? Was war denn mit ihm hier? Guten Abend. Schönen guten Tag. Hast du vielleicht irgendwas? Nee, der hat nur so komische Dreizack-Müllkacke. Und hier noch so ein Speer, naja. Ja, jetzt hat er natürlich einen dreifach gesockelten Bogen. Ist natürlich wunderbar wieder. Super Timing. Vielen Dank. Wir können uns ja mal, wollen wir es mal wagen, hier so glücksspielmäßig. Ah, ich weiß nicht, ich traue mich das irgendwie nie so, weil das meistens bei mir in die Hose geht. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt gleich mega den Coup lande und irgendwie das Goldstück des Jahrhunderts finde. Also die Goldverzauberung des Jahrhunderts. Wollen wir das mal hier kommen, Forke. Ja, das kann natürlich auch dabei rauskommen. Nee, also ich lasse das hier mit dem Glücksspiel, ne, damit ihr mir da nicht böse seid, aber das ist bei mir ganz schlechte Idee.
So, was wollte ich denn jetzt noch? Wollten wir hier noch irgendwas tun? Den Stab lassen wir erstmal noch hier, den holen wir dann später zurück. Beziehungsweise nehmen wir den dann später mit ins Grab da, in den Tempel. Ja, wir könnten jetzt hier noch auf die Tornados gehen, aber eigentlich benutzen wir die ja eh nicht, ne? Deswegen würde ich sagen, wir sparen uns hier die Punkte einfach noch ein Stück weit auf. Wobei, wir könnten hier vielleicht unsere Lebensranke noch ein bisschen hochsetzen. Das wäre sicherlich noch ganz sinnvoll. Aber ansonsten würde ich die Punkte gerne aufheben, bis wir halt dann an die richtigen Sachen unten kommen, die wir brauchen. So, guten Abend, Jerin, dann sag mal, was du zu sagen hast, mein Freund. Als der Ärger hier anfing, hatte ich den verängstigten Haremsgilden gestattet, in meinen sicheren Palast zu kommen. Alles war bestens, bis eines Nachts Schreie aus dem Harem die Treppen heraufhallten. Meine Wachen eilten hinzu und sahen, dass die armen Mädchen von gnadenlosen Dämonen abgeschlachtet wurden. Meine tapferen Wachen versuchten, die Dämonen in die geheimnisvolle Spalte zurückzudrängen, aus der sie gekommen waren. Seither kämpfen meine Männer einen aussichtslosen Kampf. Immerzu kommen Dämonen aus der Spalte in den Palast. Schließlich heuerte ich Grietz und seine Söldner an, damit sie mir helfen, den Rest meiner schönen Stadt zu beschützen. Drognan glaubt, dass die geheime Zuflucht unter diesem Palast begraben liegt, da Ludgolain auf einer alten Festung der Visirei erbaut wurde. Mein Palast steht euch jetzt offen. Passt auf euch auf. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun, lieber Jerin. Aber das allerdings erst in der nächsten Folge. Und dann erfahren wir, was es mit den Schreien im Palast von Ludgolain auf sich hat und ob wir Jerin und der gesamten Bevölkerung dieser Wüste helfen können, die Dämonenpest zu stoppen. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!